So, herzlich willkommen zu Eternal Plays Doom. Ja, ich habe gedacht, das setze ich mal fort, weil das Spiel ist nicht mehr lang und da kann man es eigentlich auch durchspielen. Ihr hört meinen Kleinen im Hintergrund, er hat ein tolles Gehfrei bekommen. Das bedeutet, ihr werdet Old MacDonald Hertefam und sowas ab und zu hören. Das macht ja nichts, hoffe ich doch. Wer bin ich, falls Zuschauer einschalten, die mich nicht kennen? Also, Online-Pseudonym, ich bin Nefaras. Bin der Main-Admin des Eternal Naruto RPGs. Und ja, hab diesen Channel gegründet, dass wir ein bisschen, wenn wir in der Community was machen, das auch der Außenwelt zeigen können. Okay. Dann poste ich mal rein. Drücke die Leertaste, um fortzusetzen. Okay, wo war ich denn hier? Okay. Strafe Jump, okay. Alles klar. Bereich entriegelt. Boy. Wow. Okay. Oh fuck. Wo kam das wieder her? Hast du jemals nachgeguckt, was OG heißt? Was ist denn das? Ah, Twitch-Werbung. Original Gangster? Oh Mann. Fuck der Twitch.
So, jetzt muss ich erstmal. Jetzt mal ändern, dass ich heute nicht Heroes of the Storm spiele. Ah, ihr seht. Er hat sein neues Gerät angemacht. So, jetzt muss ich erstmal. So. Doom. Muss kurz zu meinem Kleinen und dann geht's weiter. So. Doom. Muss kurz zu meinem Kleinen und dann geht's weiter. Muss kurz zu meinem Kleinen und dann geht's weiter. So. Bisschen Musik an und ab geht's. So. Bisschen Musik an und ab geht's. Oh, ich habe meinen eigenen Stream noch laufen. Ja, mein Kleiner krabbelt rum. Da freut er sich. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich mach die Musik aus, die ist nur hinderlich.
Poor boy. Alter, was war denn das? Ach Gott, dieser Wichser. Dieser hässliche Penner. Ja, hau mich mit meinem eigenen Arm kaputt. Jesus Arschloch. Verdammt. Fuck that shit. Ja, das ist echt ziemlich hart. Aber ich glaube, ich hatte den Schwierigkeitsgrad hochgestellt. Weil es mir das letztes Mal einfach viel zu leicht war. Was er gebaut. Geht das Ganze natürlich viel leichter. Systemaktualisierung. Das ist ein Prototyp unserer interdimensionalen Kette. Damit kann ich dich aus der Hölle zurückholen. Bitte entschuldige den Stoß. Aber ich dachte mir, dass du dich sonst weigern würdest. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich habe einige Vorräte in meinem Büro. Hier entlang, bitte.
Hey, Robot Man. Willkommen, Dr. Hayden. Nimm, was du an Vorräten brauchst. Die Zerstörung des Argent Towers ist verheerend. Aber ich bin bereit, dir zu helfen, das Portal zu schließen. All unsere Arbeit und unser Wissen ist jetzt ein Roboter, oder was? Beruhen auf den Inschriften eines großen Steinartefakts, das wir zu Beginn des Programms aus der Hölle geholt haben. Wir nennen es den Helixstein. Es ist unser wichtigstes Stück. Olivia war besessen davon. Der Stein hat uns verraten, wie man die Energie der Hölle manipuliert und für sich nutzen kann. Außerdem hat er uns zu dir geführt. Der Helixstein hat uns geholfen, die Macht des Brunnens einzufangen. Ich bin überzeugt, dass er dir zeigen wird, wie du den Brunnen stilllegst. Olivia hat den Helixstein schon seit Jahren in ihrem Büro in den Lazarus-Laboren. Die können nur über einen Aufzug im Komplex für fortgeschrittene Forschung auf der anderen Seite des Abgrunds erreicht werden. Deine Vorliebe für Waffen ist offensichtlich. Ich bin sicher, du wirst dort etwas Nützliches finden. BFG, the big fucking gun. Der Aufzug liegt am Ende des Gangs. So, ich muss kurz eine Pause machen. Ich glaube, der Kleine hat Hunger. Gut. Ich hoffe, hier war ein Speicherpunkt. Ich hoffe es zumindest. Deswegen jetzt erstmal Break!
So. Machen wir zumindest den Level noch fertig. Mir was zu essen geholt. Wie ich die scheiß Kettensäge holen kann. Mal kurz in die Steuerung gucken. Tastenbelegung. Kettensäge G. Okay. Und Bob. Speicherpunkt erreicht, das ist schon gut. Gut, dann machen wir hier Schluss. Ein bisschen was im Forum zu machen. Und ich stream dann später weiter. Weil das Spiel ist nicht mehr so lange.